Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 im DLC Blood and Wine. Und ja, ich muss mich wieder bei Christina bedanken. Hat mir wieder ordentlich Tipps gegeben, beziehungsweise auf meine Fragen geantwortet. Ist zwar schon eine Ecke her, weil ihr seid im Let's Play. Also bei euch, ihr habt noch nicht mal gesehen, wie wir die wilde Jagd verhauen haben. Deswegen, ich suchte momentan den Witcher so hart, das ist gar nicht mehr feierlich. Wirklich nicht mehr feierlich. Oh. Ja, deswegen, ich habe gestern aufgehört, weil ich zwar noch Bock hatte zu zocken, aber gemerkt habe, ich werde müde. Ja, und habe dann, ich glaube, 8 Folgen habe ich hochgeladen. 4 Folgen Skyrim, 4 Folgen Witcher. Um einfach mal meine Platte zu entlasten, weil heute ist Chilling Sunday und ja, da möchte ich hier schön Witcher ballern, ne? So, ich habe jetzt nun mal, wie gesagt, ne, Christina, danke, ne, hat mir wieder Tipps gegeben. Ich habe schon mal gesehen bei den Händlern, beziehungsweise bei den Schmieden, die haben dann teilweise Schemata in ihren Inventar oder als Verkaufsgegenstand. Nur halt so viele, dass ich mir während des Let's Plays einfach nicht angucken kann, weil ich möchte euch ja nicht langweilen. So, und Christina sagte mir, da ist wohl was dabei, wo ich quasi, ja, ich habe ja schon angefangen, hier die Billorunen zu verkaufen. Da muss ich ja gar nicht, sagte Christina, weil da gibt es wohl Schemata. Da kann ich quasi hier 2 von den Billo-Runen zu einer dicken zusammenfassen. Das finde ich super. Ne? Werde ich mir alles mal offscreen, werde ich mir das angucken. Dann habe ich nachgesehen, also ich bin zufrieden. Ich habe eigentlich so ziemlich alle Kack-Trophäen eingesammelt. So, und dann habe ich gestern nochmal nachgeguckt, weil ich meine, in der letzten Folge habe ich so einen Typen eingefroren und ihn dann quasi mit dem Armbrustbolzen in 1000 Teile gesprengt. Das habt ihr auch alle gesehen. So, ich habe aber nicht die Trophäe bekommen. So, jetzt kann es natürlich sein, weil, ich muss ja hier, normalerweise muss ich Affentennis. Ich muss ja auch 10 Leute vergiften, zerhacken, vierteilen und in die Luft sprengen. Ja, und das alles gleichzeitig. Dann haben wir ja alles in die Reihe gekriegt. So, jetzt habe ich aber nochmal in die Trophäen reingeguckt und da stand einen. Töte einen eingefrorenen Gegner mit einem Armbrustbolzen. Also explizit einen. Nicht 12, nicht 13, ne, sondern nur einen. Na, so, weiß ich nicht, was ich da wieder verkehrt gemacht habe. Ich weiß auch nicht, was ich bei den Kühen verkehrt mache. Da steht, töte 20 Kühe. Ne, dafür kriege ich irgendeine bepisste Trophäe. Jetzt habe ich die Burger-Tiere gekillt und für Nüsse. Na, so. Hier habe ich auch nochmal wieder was. So, Adrenalinrausch. Erhöht zu Kampfbeginn die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität 30 Sekunden lang für jeden Gegner nach dem ersten um 30%. So erhältst du zum Beispiel im Kampf gegen 11 Gegner einen Bonus von 300%. Nach dem Abklingen fällt die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität für jeden Gegner nach dem ersten um 10%. Maximaler Modifikator 70%. Also, wenn ich das richtig verstehe, der erste ist ganz normal, aber wenn da 2 Gegner sind, kriegt der zweite schon 30% mehr auf die Fresse als der erste. Und das so weiter, bis ich ein Maximum von 300% erreicht habe. Finde ich gut. Ich habe aber hier auch, werden magische, einzigartige und Hexerschwerter gezogen, erhöht sich der durch das Zeichen verursachte Schaden um 50% des Schwertschadens. Da ist wieder das Ding, weil auch Christina mir den Tipp gegeben hat, ich soll hier bei dem persischen Halsabschneider, da dem Runenschmied, ne, soll ich irgendeine Verzauberung drauf machen, habe ich leider vergessen, Christina. Ne? Musst du mir an die Stirn tackern, wie das heißt. Ja. Da kann man auch irgendwie. Nur, ich nutze ja meistens Quen. Ich
Ich würde gerne andere Zeichen benutzen, aber ich brauche Quen, sonst kriege ich auf Fresse. Und hat einen Kacken. So. Und ich habe zwar explodierendes Schild, aber bringt das was? So großartig. Na? Ich meine, ich habe langsam mehr Schwerter, die sind richtig, die sind hart. So, dann habe ich hier noch toxisches Blut. Wenn du im Nahkampf Schaden erleidest, wirken davon 3% pro Punkt deiner Toxizitätsstufe auf den Gegner. Derzeit 150% bis maximal 300. Ich bin vergiftet gerade. Wenn du im Nahkampf Schaden erleidest, wirken davon 3% pro Punkt deiner Toxizitätsstufe. Das ist irgendwie blöde, oder? Weil wenn ich Schaden erleide, dann habe ich gefailt. Und ich will ja nicht allzu viel Schaden erleiden. Und 3% von nicht allzu viel Schaden ist jetzt nicht viel Schaden. Ich glaube, ich nehme hier den Adrenalinrausch. Weil, hier habe ich schon mal gesehen, gibt nur mal ein zweites Leben. Dann hätte ich schon ein drittes Leben. Ne? Weil ich habe ja das Perk unsterblich. Wenn ich genug Adrenalinpunkte habe, dann falle ich nicht gleich tot aus den Socken. Und hier kriege ich dann auch nochmal, wenn die Vitalität 0 erreicht, wirst du vorübergehend unverwundbar und regenerierst 100% Vitalität. Der Effekt ist nur einmal alle 120 Sekunden verfügbar. Sollte aber dann reichen, denke ich. Deswegen, ich möchte den Weg gehen. Und dann aktivieren wir die auch. Sag mal, kann ich denn jetzt rein theoretisch, weil das ist ja halb braun. Ne, kann ich den Gourmet hier reinsetzen? Nein. Ne, kann ich nicht. Nein, wohl. Kann man blau da reinsetzen, weil das ist ja rot und blau. Ja, blau könnte ich reinsetzen. Na gut. Will ich aber nicht, weil die Marionette war scheiße und hier die Pfeilabwehr, die finde ich gut. Ne? So. Und dann habe ich mir eine Quest rausgesucht, weil ich dachte, komm. Irgendwie klingt das witzig. Ja, und wer weiß, was da für ein Vermögen auf dem Konto von Sleep. Sag mal, ich habe doch gestern, weiß ich doch, ich habe doch hier Leute gesehen, die. Ach so, die sind weiter weg. Okay. Ja, okay. Oben wir uns bei Zeiten. Wollen wir Fangen spielen? Du kriegst mich nicht. Sinfanelli Bank. Na gut. Guten Tag. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank. Tag 22. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen? Ja, kann man das hier machen? Ich möchte gerne Geld wechseln. Aber natürlich. 3,8, gut. Da möchte ich Geld abheben. Ich habe hier ein Konto. Ich möchte gerne was abheben. Aber sicher. Dein Name? Gerald von Riva. Einen Moment bitte, ich sehe in den Akten nach. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank. Ja, wie kann ich dir helfen? Ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Besondere Umstände. In den Akten ist ein Vermerk. Der Kontoinhaber ist verstorben. Das stimmt nicht, wie du siehst. Das muss ein Fehler sein. Der Vermerk ist eindeutig falsch.
Um das Konto zu reaktivieren, brauchst du Passierschein A38. Ernsthaft? Begib dich bitte zu Schalter 1, um weitere Informationen zu erhalten. Also gut. Wo ist Schalter 1? Also, das ist definitiv ein Verweis auf Asterix und Obelix, denn, ja, alle, die nicht gerade 12 sind, die wissen, dass es da einen Asterix und Obelix-Film gibt, ne, wo Asterix und Obelix den Passierschein A38 auftreiben müssen und das in dem Haus was Verrückte macht. Von daher habe ich eine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Viel Glück dabei. Kamerad. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Ich möchte mein Konto reaktivieren und brauche ein Exemplar von Passierschein A38. Falscher Schalter, tut mir leid. Was soll das heißen, falscher Schalter? Man hat mir gesagt, dass ich hier den Passierschein A38 kriege. Ganz ruhig, mein Herr. Nicht, dass euch noch eine Ader platzt. Sag mir einfach, wo ich das blöde Papier kriege. Oben vielleicht, bei den Akten oder unten im Archiv? Fragt danach, mein Herr. Also schön. Bürokratie. At its best. Da ist ein Haken. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank. Frag bei den Akten. Boah. Tja, Geralt. Eskalieren oder zurücklehnen und einfach genießen, wenn das Leben dich fickt. Entschuldigung, ich muss mal durch. Hey da, was soll das? Hinten anstellen! Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen, der Herr? Kriege ich hier den Passierschein A38? Selbstverständlich. Gebt mir nur Formular 202, bitte. Was? Formular 202? Was soll das werden? Ein Scherz? Mein Herr, ich halte hier nur die vorgegebenen Verfahrensweisen ein. Der Passierschein A38 kann nur bei Vorlage von Formular 202 ausgestellt werden, wie in Verordnung N60 ausdrücklich erwähnt. Begebt euch bitte zu Schalter 1. Von da komme ich gerade. Egal. Bis gleich mit Formular 202. Du bist sehr optimistisch, Geralt. Du kennst offensichtlich nicht Asterix und Obelix. Du hast dich vorgedrängelt. Junge, Alter. Guck mir ins Gesicht und stell dir die Frage, ob du das wirklich machen möchtest. Das ist mir völlig egal. Du mieser Rüpel! Das lasse ich mir nicht bieten! Warte nur, dir bringe ich Manieren bei! Ernst? Na los, schlag mich! Meine Herren, bitte! Wenn ihr euch schlagen wollt, tut es draußen! Raus! Sofort! Ernsthaft? Du willst der Zwerg hat dich gerettet gerade. Na, wieder große Fresse, Geralt. Mensuel. Wäre jetzt wieder peinlich, weißt du, wenn ich hier so ein tünnes Kopter. Verlieren wir die Nerven. Schon wieder. Zum dritten Male dieser Woche. Ich wette 10 auf den rechts. Krüppel! Einfallspinsel! Dir werde ich zeigen! Alter! Ich werde dir zeigen, was es heißt, anständig zu sein! Oh.
anständig zu sein. Junge. Hast gut gekämpft? Vordrängeln, dann zuschlagen. Klein karierter Wicht. Alter, ich muss Druck ablassen, Junge. Deswegen. Hast gut gekämpft? Seid zufrieden. So. Schalter 1. Wie kann ich dir helfen? Also, wo ist sie hingegangen? Alter, was? Pomade. Ich muss dem Duft folgen. Das könnte die richtige Spur sein. Nee, ne? Pomade. Für diese Fetzen hätte unser Monatsgehalt wohl nicht ausgereicht. Möchte wissen, wo sie das ganze Geld hernimmt. Das Archiv. Da bin ich auch mal runtergelatscht. Sinfonellis Bankfächer. Die Zeiten sind hart, das Geld ist knapp und zu allem Überfluss gibt es auch noch Diebe, die in einem Augenblick der Unaufmerksamkeit zuschlagen. Zum Glück hat die Sinfonelli Bank dafür genau die richtige Lösung. Vertraue in unsere Bankfächer, die nicht nur gegen gewöhnlichen Einbruch gesichert sind, sondern auch gegen Magie und Telepathie. Zögere nicht und komm noch heute zu uns, um deine Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Ja gut. So. Alles in Ordnung? Alles gut, Jung. Alles gut. Wie ist abgeschlossen? Ich muss da rein. Da ist ein Haken. Es gibt keinen sicheren Ort als eine Bank. Sie sagt, Puffärmel wären schwer im Kommen. Entschuldigung, ich suche Schalter 1. Puffärmel? Nicht dein Ernst. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Hallo. Könnt ihr nicht lesen? Wir sind in der Pause. Celine, Liebling, kannst du mir das eben abzeichnen? Ah, da bist du ja. Hör mal, ich... Wir sind in der Pause. What the fuck? Wie man sich auch um Freundlichkeit bemüht, es hat keinen Zweck. Muss immer stimmen. Ich schätze, ich muss warten. Vor allem, Gerhard, du darfst Beamte nicht duzen. Da gehen die ganz steil drauf. Setz dich und warte bis zum Ende der Pause. Alter, was? Ich werd bekloppt. Du musst warten. Sie machen gerade Pause. Und? Was willst du hier, mein Freund? Passierschein A38. Ich glaube, Formular 202 brauche ich auch. Formular 202? Kein Problem. Zertifikat P. Das ist was anderes. Aber wenn wir schon warten müssen... Wie wär's mit einer Runde Gewinnt? Warum nicht? Warum nicht? Spielen wir. Musik in meinen Ohren. Ich arrangiere sogleich meine Karten. Das ist auch noch so eine Quest, beziehungsweise Trophäe. 178, 187. Geht nicht. Schade.
gibt aber nicht auf, der Knochen, wa? Alles klar. Drecksack. Als wenn er wüsste, was ich für Karten habe. Er passt. Wusste ich doch, Bastard. Ja klar. Fuck off, du blöder Sack. Warum packt das jetzt nicht hierbei? Ja. Ganz knapp gewonnen. Ein gewiefter Spieler, wie ich sehe. Gratulation. Als Preis enthülle ich dir meine narrensichere Abkürzung durch den Bürokratiedschungel. Es ist zwecklos, die offiziellen Kanäle zu bemühen. Ich habe die Leute alles versuchen sehen. Magie, Hypnose, Bestechung. Nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins. Freundlich sein. Sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden im Schalter und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Okay. Ja, aber die ist auch nicht sehr ansehnlich. Guck dir besorg die Kopfbedeckung ihr ein paar Blumen, an. Etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0,0. Das ist einen Versuch wert.
viel Erfolg. Ups. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallend zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Gerald von Riva. Mal sehen. Gedon, Gemmel. Hier, Gerald von Riva. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Wie bitte? Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Ich habe dir Blumen besorgt, als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Aber ich... Aber das geht doch nicht. Für mich? Wirklich? Sie passen zur Farbe deiner Augen. Meine Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Wartet einen Moment. Ich hole Meister Chianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Ich wusste, das lohnt sich noch, die Blumen nicht kaputt zu machen. Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Gerald. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Gerald. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Eben nicht. Chianfanelli. Keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt. Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm. Und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Gerald, wo hattest du denn die Rolle versteckt? Meister Hexer. Gar nicht klar. Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Unsere Bank ist der Stolz von Beauclair. Alles in Ordnung? So, Bankfach 256. Ganz hinten rechts. Ah, da. Ist sie leer, hätten wir? Was zur Hölle soll das, Chianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter,
Im Handumdrehen war das Fach leer. Du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bart meiner Großmutter. Du hast mich schon einmal reingelegt. Das lasse ich nicht nochmal zu. Meister Geralt, ich bitte dich, halt an dich. Wir finden eine Lösung. Ganz bestimmt. Ich schneid dir das Geld aus dem Wanst, wenn es sein muss. Wache! Hilfe! Haut den Halunken zu Brei! Alter, was? Wieso ziehst du... Kein. Auf ihn! Wieso zieht er kein Schwert? Was soll denn die Scheiße? Schieb das, ab, Querulant! Das ist. Alter, das ist gemein. Ich war mit Knüppel und. Meister Hexer, dein Geld. Ich werde die Wache nicht rufen, aber tu mir den Gefallen und komm nie wieder in meine Bank. Ich brauche keine Kunden wie dich. Bei den Wunden des Propheten, ein Hexer. Ich bin maßlos enttäuscht. Ich bin maßlos enttäuscht. Zum einen... Bei einem Passierschein 38 hätte ich erwartet, dass es zwei Tage lang dauert, bis ich den hab. Und nicht eine halbe Folge. Dann werde ich hier dreist bist du denn? Frau mit Käppchen. What the fuck? Warte mal. Muss einfach. Kann ich nicht so. Dies ist dein Ende! Verdammt. Alter. Das habe ich noch nicht mal. Meine. Schieb ab, Querulant! Meister Hexer, dein Geld. Ich werde die Wache nicht rufen, aber... Frech, 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 frech. Ja, hab ich verschissen. Keine Chance mehr dran zu kommen. Ach Gott, ey.
Jetzt muss ich bei dir. Flori, Moré, Krone. Lang lebe Herzogin Anna Henrietta. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hab ich verschissen? Zweimal. Ganz schlimm. Mann, 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 Mann. Was machen wir denn jetzt? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wo ist das? Ne, war Schatzsuche, ne? Schatzsuche war das, genau. Nicht mit Fremden sprechen. Ich denke, das kriegen wir gerade noch so. Mann, tun mir die Knie weh. Ey, was gemein, ne? Was gemein. Und dann kannst du nicht mal den Gronkh machen, weil die den Speicherpunkt so scheiße gelegt haben. Aber. Tja. Los, lauf! Ich finde, warum? Ach. Alles in Ordnung. Banken, ne? Da kommst du selbst als Hexer. Hast du keine Chance. So ein Schiss. Die mit Knüppel, weißt du, aber wir müssen mit Fäuste. Und dann in so einem engen Raum gegen Zwerge mit Knüppeln. Wenigstens haben wir gegen den Frechen gewonnen. Ja, aber trotzdem, ne? Normalerweise, also wenn das ein Verweis auf Asterix und Obelix sein soll, dann hätte das normalerweise, müsste das zwei Folgen lang dauern. Ne? Ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass das so eine Quest ist, weißt du, wo du betest, dass sie zu Ende ist. Aber nix ist. Und jetzt komme ich noch nicht mal mehr rein in die Kackbank, ey. Direkt so eine Drehtür jetzt. Naja. Machen immer einen auch freundlich, die Zwerge, ne? Aber sind im Prinzip, sind das kleine Wichser, oder? Kann das? Außer Slothar, ne? Der ist coole Sau. Aber auch der in Novigrad, der Bankenzwerg, ne? Der hat versucht, mich abzuziehen. Ja, gut. Ist doch super. Komm jetzt. Und da ist er auch. Abgeschlossen. Jut, 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 jut. Boah, schön. Oh,
Ihr seid eklig. Ihr seid eklig. Was haben wir hier? Wo ist der Tisch? Da. Da ist der Schleifstein. Obwohl er beknackt ist, ne, denn ich müsste ja eigentlich mal meditieren. Sieht das gut aus? Sieht das gut aus? Egal. So, was haben wir denn hier noch? Triff dich mit den Kaufleuten im Lager. 46. Große Gewinnturnier. Mehr als ein Meister. Wo ist der denn? Der Kurator. Wieder da irgendwo. Nein, keine Lust. Und das hier? Da oben. Obwohl, mir fällt da gerade was ein. Weil wir haben doch hier das. Große Fußstapfen. Ganz genau. Seht ihr mal. Das machen wir in der nächsten Folge. Wo hast du denn diese Katzenaugen her? Ernsthaft? So. Noch ein Stück drehen, Geralt. Es tut mir leid. Wirklich. Tut mir leid. Ne? Es ist immer äußerst beschämt, wenn ich so eine Schlägerei in den Sack hau. Ne? Ist aber leider so. Ne? Ist Todesmarsch, da sind die Schlägereien echt knackig. Und ja, da auch nochmal kleiner Zusatz, Christina. Ne? Ich beschwere mich nicht, dass das Spiel zu leicht ist. Also ich sag nicht, dass es mir zu leicht ist. Ne? Ich finde es auf Todesmarsch ist es angenehm. Wenn du nicht gerade gegen so eine Riesenkröte kämpfen musst oder gegen so einen verrückten Zauberer am Strand oder ja, gegen alle von Everex gleichzeitig. Ne? Wofür es auch nochmal eine Trophäe gegeben hätte, die ich aber auch wieder verschissen habe, weil ich halt nicht gegen alle gleichzeitig gekämpft habe. Der Grund, warum ich hier auf Todesmarsch spiele, ist halt für euch. Ne? Ich möchte euch ein spannendes Let's Play bieten und von daher bin ich der Meinung, darf ich nicht hier so zack, zack, zack durch, sondern ich muss mitunter mich auch mal ein bisschen anstrengen. Und in der Vergangenheit, also nach dem Hearts of Stone DLC in Novigrad, war es für mich angenehm. Es hat sich angefühlt wie Urlaub. Ich habe alles zerschnibbelt und zerschnetzelt. Und ja, ich habe dann halt nur gehofft, dass es für euch nicht langweilig anzusehen ist. Deswegen, also ich beschwere mich absolut nicht. Ich finde, es ist sehr schön gebalanced, das Game. Es ist sehr schön gebalanced. Ne, wenn ich regulär gespielt hätte, also erst das Hauptspiel und dann Hearts of Stone, wäre es vielleicht sogar noch angenehmer gewesen, dass ich so ein bisschen unterlevelt das Hearts of Stone gespielt habe. War für mich anstrengend, für euch vielleicht ja, schön mit anzusehen. Ich habe mich selber teilweise in den Folgen, wenn ich so Kontroll mir angeguckt habe, weil ich kenne mich, ich bin ja kein Choleriker, ne? Wenn ich wütend werde, dann werde ich ja schon mal ausfallend. Ne? Und mir kam es so vor, als wenn ich bei dem Zauberer wirklich den mit sämtlichen Schimpfwörtern, die mir in den Sinn kamen, belegt hätte. Nachdem ich mir die Folge Kontroll angeguckt habe, habe ich mich bepisst vor Lachen beim Zugucken, weil ich weiß, welchen Schmerz ich da verspürt habe. Also der hat mich gequält. Ne? So, und dasselbe ist es jetzt mit dem Bankentypen da. Das ist so ein Makel jetzt auf der Weste. Es tut mir leid. Ich habe verloren gegen zwei Zwerge. Dafür habe ich den Lappen aus dem Foyer weggehauen. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.